weiteres ökologisches Projekt wurde hier eine Streuobstwiese angelegt. Das ist richtig. Wir haben in 2012 damit begonnen, den ersten Obstbaum hier zu pflanzen. Und pro Jahr sind immer weitere Sorten an Obstbäumen hinzugekommen. Wir haben Kirsche, Mirabelle, Zwetschge, Pflaume, Birne und ganz alte Apfelsorten. Wie wird das Projekt in Zukunft weitergeführt? Wir werden natürlich weiter aufforsten. Deshalb haben wir hier schon die nächsten drei Löcher tief in die Erde gegraben. Da kommen unsere nächsten drei Obstbäume hin, die wir dieses Jahr noch im Herbst pflanzen möchten. Golfclub Wilhelmshöhe bietet auch den Bienen ein Zuhause. Unter anderem wurde hier von Ihnen eine Blühblumenwiese angelegt. Ja, von der Frau Klug muss ich sagen, ist das sehr vorteilhaft, auch für die Bienen hier oben eine gute Bleibe zu haben. Denn alles, was blühend ist, ist für die Bienen zum Vorteil. Und die Bienen sind auch letztendlich für uns Menschen zum Vorteil. Und so ist die Verbindung sehr gut gewählt, dass auch hier draußen, wo man sich normalerweise mit sportlichen Betätigen kann, dass also auch der Gedanke an das Leben, das wir führen, dass das in Einklang gebracht ist. Ja, durch die Bienenhaltung sind wir immer im Vorteil. Menschen haben von den Bienen nur Vorteile. Die im Frühjahr angelegte Blühwiese ist als Projekt noch nicht ganz vollendet. Was ist denn weiterhin geplant? Ursprünglich war ja wirklich nur diese Blühwiese angedacht. Aber jetzt haben wir Blut geleckt und wollen weitermachen. Wir möchten hier einen Bienengarten kreieren und dazu zwischen Blühwiese und Garten einen Barfußweg anlegen, sodass wir die Natur nicht nur riechen und schmecken können, sondern auch fühlen können. Das ist aber noch nicht alles, denn die Bienchen sollen ja auch im Winter was zu essen haben. Und deshalb werden wir richtige Stauden anlegen, die winterhart sind, sodass unsere Bienen auch im Winter nicht verhungern müssen, sondern dass die das ganze Jahr über Nahrung finden. An dem Gebäude im Hintergrund ist aber auch noch im unteren Bereich diverses für den Winter angepflanzt worden. Ja, unser Steingarten ist dieses Jahr richtig schön geworden. Wir haben winterharte Stauden genommen und haben die dort quasi eingepflanzt, sodass dieser ganze Steingarten jetzt gar nicht mehr aus Steinen besteht, sondern aus ganz vielen winterharten Pflanzen. Und vor allen Dingen auch für den Wellness-Effekt ist gesorgt. Durch den Barfußweg wird dann unser Wellness-Programm hier auf dem Golfplatz erstmal richtig starten. Wenn die Leute nach neuen Löchern vielleicht im Rücken ein paar Probleme haben oder so, können sie sich die Schuhe ausziehen und die Natur hier quasi live erleben.